18.18 Uhr, ich begrüße euch alle ganz, ganz furchtbar recht herzlich zu einer ganz besonderen Orga-TV-Ausgabe. Nämlich heute ist das erste Mal ein MP-Praktikum dran. Abgesehen davon haben wir natürlich noch die Orchide in ihrer Orchideswelt. Da wird Helmut Vogel zu Gast sein und das ist ein tibetischer Yoga-Trainer, was der uns alles beibringen wird und so, dass ihr den nachher in Orchideswelt, das ist immer so zwischendrin, zwischen den Beiträgen. Aber jetzt möchte ich euch erstmal meine bezaubernde, wunderhübsch anzusehende Co-Moderatorin für heute vorstellen, die Sina. Sina, hallo. Servus. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich bin auch froh, dass ich heute hier bin. Wie gesagt, ich bin heute die Co-Moderatorin und ich werde euch heute durch die Sendung begleiten. Ich freue mich schon tierisch. Vor allem ist es das erste Mal, dass die Orchide mal nicht neben mir sitzt. Aber sie ist ja auch da. Sie ist auch da, ja. Sie ist auch da. Sina, was haben wir denn heute alles? Sollen wir uns mal die Sendungsvorschau anschauen? Schauen wir uns die Sendungsvorschau an. Schauen wir uns das mal an. In dem ersten Beitrag geht es nach Bologna. Bluttest für Bewerber. Gute Noten sind nicht immer entscheidend für eine erfolgreiche Bewerbung. In dem dritten Beitrag sehen wir, was Frauen wirklich wollen. Und im vierten Beitrag geht es um sofort feuern. Bis wohin geht die Schmerzgrenze bei abwanderungswilligen Mitarbeitern? Und natürlich wie immer die TV-Tipps zum Wochenende. Ja, Sina, du bist ja nicht alleine, weil ansonsten wärst du ja auch kein Team oder eine Gruppe. Willst du mal kurz erzählen, wer alles bei dir da dabei ist? Ja, wir sind eine Vierergruppe. An der Kamera haben wir heute Abend die Antonia Sam und in der Regie haben wir die Jana Klicker und die Vanessa Groß und die sorgen eben heute Abend dafür, dass hier reibungslos alles abläuft. Dass ihr uns seht. So, jetzt machen wir gleich mal eine Probe aufs Exempel. Hat das geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Egal, wir haben ja noch genug Möglichkeiten, das auszutesten. Um was geht es denn überhaupt heute? Ja, also das Thema unserer heutigen Sendung ist das Vier-Phasen-Modell der Arbeitswelt. Und zwar ist das ein zyklisches Modell, das besteht aus vier Phasen. Die erste Phase ist die Berufseinstiegsphase, die zweite der Berufsentscheidungsphase, die dritte Phase der Berufsalltag und die vierte Phase dann der Berufsausstieg. Und im Folgenden werden wir eben vier Beiträge sehen, die sich mit den verschiedenen Phasen beschäftigen. Und die haben natürlich alle die einzelnen Mitglieder gemacht der Gruppe, ist ja klar. Deswegen sind wir ganz besonders gespannt, was sie sich da überlegt haben in den einzelnen Filmchen. Sina, du hast ja den ersten direkt gemacht. Genau, kannst du uns mal kurz erläutern, was du so da gemacht hast? Genau, ich habe den ersten Beitrag gemacht, den kann man dann der ersten Phase zuordnen, der Berufsentscheidungsphase. Und in dem Beitrag machen sich zwei Freundinnen auf dem Weg Richtung Bologna und stellen sich eben die Frage, was erwartet uns dort, Paradies oder Baustelle? Dann würde ich sagen, schauen wir uns den ersten Beitrag an. Das würde ich auch sagen. Die beiden Freundinnen, Maria und Laura, möchten gemeinsam in Urlaub fahren. Ihr Urlaubsziel wählen sie per Zufall mit Hilfe ihrer Weltkugel aus. Wie wird es wohl in Bologna aussehen? Und auf geht die Reise Richtung Bologna. Die Reiseroute führt die beiden einmal quer durch Europa. Nach dieser langen Reise passieren die beiden nun endlich die Ortseinfahrt von Bologna. Thank you.
Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war eher eine Baustelle, aber das ist kein Problem, denn in Orchides Welt sind wir heute in einem Paradies. Ich mache nämlich heute Yoga-Training mit euch, mit Helmut Vogel. Erstmal herzlich willkommen in unserer Sendung. Hallo. Zu Ihnen kurz, was genau kann man sich unter tibetischem Yoga vorstellen und wie lange machen Sie das schon? Ja, ich mache das seit 4 Jahren, habe das vor 4 Jahren kennengelernt bei unserem Lehrer Tulku Lama Lobsang. Das ist ein hoher tibetischer Lama und auch Arzt. Und er hat diese Jahrtausende alte Praxis uns vermittelt und komprimiert in 21 Übungen. Das haben wir in Kursen gelernt. Ich habe die Übertragung bekommen, darf das somit weiter unterrichten. Unterrichte das hier auch in einer VHS. Zweimal im Jahr gebe ich da Kurse. Ja. Ah, zweimal im Jahr? Ja. Ja, und wie lange gehen dann die Kurse? Die Kurse dauern insgesamt 2,5 Monate, also 10 Stunden jeweils. Mhm. Und die Übungen sind leicht erlernbar, relativ einfach durchzuführen und gut praktikabel, speziell zur Gesundheitsprophylaxe aus ärztlicher Sicht gut geeignet. Ah ja, super. Wir werden ja auch gleich noch ein paar Übungen dazu machen, gell? Und welchen Aspekt verfolgt denn diese Art der Entspannung? Ja, bei dem tibetischen Yoga oder Luchong wird versucht, über den Körper den ganzen Menschen zu aktivieren. Das ist einmal den groben Körper mit Immunsystem, Organübungen, Elementeübungen. Gleichzeitig wird versucht, das Feinstoffliche, das Energetische zu aktivieren. Das wird dadurch aktiviert und über diese Übungen wird dann der Geist harmonisiert. Ah, das hört sich ja sehr interessant an. Wie gesagt, wir machen gleich noch mal ein paar Übungen dazu. Jetzt gebe ich das Wort erstmal zurück an Sven. Ja, und der macht einen Hardcut und zeigt euch nur. Da steht drauf Berufseinstieg. Was das jetzt genau zu bedeuten hat, das zeigt uns der zweite Beitrag. Und zwar geht es da um Bluttests für Bewerber. Was man sich darunter jetzt vorzustellen hat, ist natürlich erstmal ein bisschen fraglich, wenn ich euch jetzt nur die 3 Worte da an den Kopf knall. Damit ist nicht gemeint, zu testen, ob die sozial irgendwie unkompetent sind oder sowas, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, die sind zwar saugut, aber es wird vorher im Blut geguckt, ob die eventuell irgendwelche Krankheiten haben. Ob das jetzt wirklich so gut ist und ob man das überhaupt darf, das klärt jetzt mal Diana Klicker für uns in dem Beitrag 2, der Bluttest für Bewerber. Ja, Herr Vogel möchte mir jetzt ein paar Übungen zeigen. Ich würde sagen, Herr Vogel, Sie sagen mir einfach, was ich zu tun habe und ich mache Ihnen dann einfach nach. Okay, wir fangen an mit der ersten Übung, dieser 21 Übungen. Das ist die erste Übung der 5-Elemente-Übung und das ist das aktiviert das Raumelement. Die heißt, die Wildgans trinkt Wasser. Die Wildgans steht für die Offenheit des Raumes und es energetisiert den Raum und über den freien Raum können alle anderen Elemente aktiviert werden. Ohne den Raum könnten wir hier zum Beispiel nicht diese Sendung machen und ohne die Hohlräume im Körper können wir nicht existieren. Wir spreizen die Beine dabei, machen eine breite Grätstellung. Gleichzeitig fixieren wir und sichern unsere Wirbelsäule. Das ist also auch eine Aktivierung für die Wirbelsäule. Beugen uns dann mit dem Ausatmen nach unten und kommen mit dem Einatmen wieder hoch,
halten den Atem und strecken uns nach hinten. Okay, und das Ganze wird 7-mal wiederholt. Ganz kurz, hat die Zahl 7 irgendwas zu bedeuten, oder? Es geht darum, dass die feinstofflichen Kanäle verfrungen und verflochten, gedrückt, gepresst werden, um dadurch eben diese Kanäle feinstofflicher Art zu befreien, zu öffnen, zu lockern. Ja. Das ist eine flüssige, ruhige Bewegung mit Konzentration und Nachspüren auf den Körper und auf den Atem. Noch einmal. Okay, dann gehen wir wieder zusammen. Und über dieses Lockern von diesen Energien atmen wir jetzt die Abfallstoffe aus und tanken frische Energie. Und das geht folgendermaßen, das machen wir dreimal. Einatmen. Bewusstes Ausatmen. Gut, das war die erste Übung. Ah ja, super. Ich bin auch schon viel entspannter als zuvor. genau. Und möchte jetzt nochmal das Wort an Sven weitergeben, den ich heute Abend auch noch einweihen werde. Ach ja. Ja, das ist jetzt Fräulein, ich sag dir es. Finde ich jetzt gar nicht so witzig. Aber ich muss natürlich jetzt erstmal meinen Senf dazugeben. Erstmal die Übung. Entschuldigung. Generell, also... ich möchte es bitte nicht machen müssen. Okay, bitte, tu mir es nicht an. Ich kann das nicht, wirklich, ich bin viel zu steif. Ich mache einfach mit dem weiter, was ich kann, nämlich mit dem hier. Und das ist der, nochmal zurück. Ja, der Berufsalltag. Liebe Sina, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Genau, das ist die dritte Phase unseres Modells. Das ist der Berufsalltag. Und in der Phase geht es einfach darum, wie gestaltet sich der Berufsalltag, wenn wir später in das Berufsleben einsteigen. Und hier in dem nächsten Film wird halt die Problematik geschildert, dass da eine Frau ist, die möchte halt Familie und Beruf und da einen Hut bekommen und hat dann halt, ist hier total gestresst und entnervt. Ich unterbreche mal ganz kurz. Also es ist, also mit Berufsalltag ist quasi jetzt gemeint, ich bin jetzt, sagen wir mal, 28, habe schon ein Kind und bin schon unter der Haube und also so in dem Trichter, oder ist das jetzt eher schon, ja, ich habe eine kurze Ausbildung gemacht und bin quasi noch so ein Jungspund wie wir jetzt. Und an den Jungspund würde ich nicht sagen, ich würde sagen ganz normal der Berufsalltag, also 28 noch nicht, sagen wir dann eher schon ein bisschen älter, und da geht es eben darum, wie sich da der Berufsalltag gestaltet, und das wird dann eben in dem nächsten Film schön deutlich gemacht, dass das nicht immer ganz einfach ist, diese beiden Komponenten Familie und Beruf eben unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Es ist jetzt gerade, ich meine, wir sehen ja gleich jetzt in dem Film eine Frau auch, die das Ganze durchlebt. Ja. Alleinerziehend, meinst du, das macht irgendeinen Unterschied? Also ich habe ja, hast du eine Ahnung? Also alleinerziehend ist in dem nächsten Beitrag nicht, das werden wir auch noch sehen. Da sind so ein paar Probleme mit ihrem Mann, der sie dann nicht so ganz unterstützt, wie sie sich das erhofft. Und wir werden dann auch sehen, dass wenn die Unterstützung wirklich da ist, dass das auch ganz funktioniert. Also dass man dann durchaus auch die Familie und den Beruf kombinieren kann, dass man das vereinen kann und dass das dann auch gut abläuft. Also liebe Herren, es wird wieder dazu animiert, helft im Haushalt, tut schön Gemüse schneiden für die Dame, wenn sie nach Hause kommt, ist alles schon fertig, dann kann man den Gemüseauflauf machen. So stellt man sich das vor. So stellt man sich das vor, genau. So stellt man sich das vor. Wer hat denn den Beitrag gemacht? Der Beitrag ist von der Vanessa Groß, die hat den gemacht. Das war, ich habe da ein bisschen mitgeholfen, wir haben das zusammen gemacht, das war eine sehr lustige Sache, kamen ein paar lustige Szenen zusammen. Ja. Und es war eine spannende Geschichte. Ich sag schon beim Voraus, es sind keine Kinder zu Schaden gekommen, falls nachher wieder die ganzen Anrufe kommen, von wegen, wir hätten wieder, nee, wir haben ja, das gar haben wir, nichts. Mit Absicht haben wir da eine Puppe verwendet, weil wir nicht wollten, dass dem Kind wirklich was zu Schaden kommt bei unserem Filmdrehen. Rabiaten Umgang. Nee, ich meine damit eher, sie haben die Schreifunktion bei dem Handy, sag ich schon, bei dem Baby ausgemacht, dass es nicht anfängt zu plärren. Da gibt es ja jetzt die heutigen Babys, die können ja alles, die können ja Pipi machen. Die können alles, ja. Wir hatten aber noch ein bisschen älteres Modell, aber es hat trotz alledem alles ganz gut geklappt. Hat's noch geklappt. Alles war klar. Super.
Gut, dann Umwelt hat auch positiv auf uns reagiert, als wir mit Kinderwägelchen und Puppe unterwegs waren. Es war sehr amüsant. Das war der neue Part heutzutage. Ja. Heutzutage ist ja alles möglich. Ja. Also nochmal kurz zusammengefasst, in dem nächsten Film geht es um eine Geschäftsfrau, die eben versucht, die Familie und die Karriere unter einen Hut zu bekommen. Und ob ihr das wirklich gelingt, das schauen wir uns dann einfach in dem nächsten Beitrag an, würde ich sagen. So, meine Lieben, da sind wir wieder in meiner Yoga-Ecke. Herr Vogel, kurz zu Ihren Kursen an der Volkshochschule. Sind die kostenlos oder wie viel kosten die? Ja, die werden von den Ersatzkassen bezuschusst, kosten 68 Euro für 10 Stunden und werden, wie gesagt, bezuschusst. Ah, ja, super. Dann könnte ich mich ja dann auch anmelden und kann dann quasi vergünstigt teilnehmen. Ja. Und also wie oft sind dann die Kurse jetzt genau? Also die Kurse, die ich hier in Saarbrücken mache, sind zweimal im Jahr. Ich habe allerdings noch eine Kollegin, die macht das im Rime-Zentrum, in dem buddhistischen Zentrum, und die bietet diese Kurse auch an. Das ist also insgesamt nicht so verbreitet, das tibetische Yoga, aber klein, aber fein. Ah, okay. Also ist vielleicht so ja der Startschuss hier. Ja. Können Sie auch bei OrgaTV vielleicht ein bisschen bekannter werden. Und jetzt wollen wir mal mit der nächsten Übung weitermachen. Ich gucke noch mal zu und mache ihn einfach nach. Okay. Also wir führen jetzt die letzte Übung dieses Zyklus vor aus den 21 Übungen. Die heißt Norbulempa, das heißt wunscherfüllendes Juwel. Da geht es darum, dass wir das, was wir vorher erarbeitet haben, aktiviert haben, umsetzen in unser Herz und die Herzqualitäten wie glücklich sein, Mitgefühl, aber auch Zufriedenheit, innere Ruhe und so weiter umzusetzen. Und das ist auch eine spezielle Übung, die sehr gut ist gegen Depressionen, Wut, Ärger, Sorgen, weil das Herzchakra auch im Tibetischen steht für alles, was mit dem Geist zu tun hat. Und das spielt eine hohe Rolle und eben dient zur Harmonisierung. Die geht folgendermaßen. Wir verbinden die Hände und pressen die Zeigefinger zusammen, der linke Daumen über den rechten Daumen, sitzen möglichst aufrecht, führen dann die Hände zum Herz, schlagen kurz an, aktivieren das Herzchakra, drehen dann die Ellbogen, den Arme nach links, wieder zurück, also immer flüssige Bewegung, wieder zur Mitte, dann gehen die Zeigefinger zum Boden, im Halbkreis zurück, zeigen aufs Herz und dann wird es 7-mal kleine Wegstoßübungen und dann wird entspannt, entweder so oder einfach die Hände ablegen, eine halbe Minute
nachatmen, sich aufs Herz konzentrieren. Man kann sich auch durchaus diesen Juwel oder einen Juwel vorstellen, der aus unserem Herzen rausstrahlt, und das einfach nachspüren. Okay. Ich fühle mich auch schon gleich viel entspannter, muss ich jetzt mal dazwischen rufen. Jetzt kommt noch die Abschlussübung, gell? Ja, das war die Abschlussübung. Jetzt kommt die Atemübung, wie bei allen Übungen. Es wird nochmal das Gute eingeatmet, das Frische. Und das Verbrauchte wird ausgeatmet. Das bleibt bei allen Übungen gleich. Ja, super. Also wie gesagt, ich fühle mich viel entspannter und ich möchte auch heute das Orga-TV-Team mit einbinden nach der Sendung. Da werden wir mal eine Stunde Yoga hier machen. Sven, du wirst nicht verschont bleiben. Und Herr Vogel, vielen Dank für Ihr Kommen. Und ja, ich hoffe, Sie bleiben dann noch ein bisschen und machen mit uns noch ein paar Entspannungsübungen. Und dann möchte ich das Wort mal weitergeben an Sven. Ja, frisches Einatmen, das wäre jetzt auch für mich soweit. Ihr seht, ich laufe aus. Es ist eine Hitze hier drin. Ich hab's, also ich mache sie jetzt auch nicht das erste Mal heute. Aber wie es heute ist, sowas habe ich noch nie in meinem Leben. Ich schwitze wie... Ich mache es nachher mit dir. Verspreche dir es. Aber ohne Kamera. Ohne Kamera. Versprich's mir. Mit Kamera. Ohne Kamera. Gut, okay. Wir haben ausgemacht ohne Kamera, zwar ohne Handschlag, aber es ist so. So, wir machen jetzt mal weiter im Text. Und zwar... Der Berufsausstieg. Der Berufsausstieg, was hat es damit auf sich? Der Beitrag beschäftigt sich ein bisschen mit dem Problem Mitarbeiterwechsel in ein konkurrierendes Unternehmen. Genau. Wie muss man sich denn das so generell vorstellen, Sina? In dem folgenden Beitrag, der ist eben von der Antonia Sam, die hat ihn gemacht. Es wird halt dann die Problematik gestellt, was passiert, wenn dann wirklich man zur Konkurrenz wechselt und was ist denn auch dann, wenn man dann vorher noch in dem sein Humankapital investiert hat, sollte man sowas dann überhaupt eigentlich machen oder ist das dann nicht von Vorteil, wenn man sowas macht, weil dann gibt man ja quasi dieses Know-how mit zur Konkurrenz. Ja, der Mitarbeiterverlust ist natürlich scheiße. Genau. Wobei aber die Know-how-Weitergabe ja eigentlich generell ist, sobald mein Mitarbeiter ja, also das ist glaube ich immer ein bisschen fraglich. Ich habe ein lustiges Beispiel von der Antonia bekommen. Und zwar hat sie auch in ihrem Beitrag drunter geschrieben, Jüpp und Lothar. Und wer sich jetzt nachher fragen wird, warum Jüpp und Lothar da eine Hauptrolle spielen, den will ich das vorher mal ein bisschen erklären. Für alle, die nicht so fußballaffin sind, zum Beispiel Sina, ja, wie ich gehört habe, da steht es um Fußball nicht so. Also es ist Folgendes passiert, 1983, 84. Und zwar war damals ein gewisser Lothar Matthäus in Borussia Mönchengladbach und hat dort gespielt unter Jupp Heynckes damals und hat doch sensationellerweise, man mag es heutzutage gar nicht mehr glauben, das Pokalfinale erreicht gegen die Bayern. Dumm nur, dass Lothar Matthäus vorher bereits den Vertrag unterschrieben hat bei den Bayern und so wahrscheinlich auch ein bisschen schon gedanklich eher in München war als in Gladbach. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Es stand 1-1 bis nach der Verlängerung, dann kam das Elfmeterschießen. Und wer hat den Elfmeter verschossen? Lothar Matthäus. Vielen Dank. Nochmals, bei den Frauen ist ja besser gelaufen. Ne? Haben wir ja mitgekriegt. 6-7 ging es damals aus. Die Frage ist natürlich, hätte der Jüpp wirklich den Lothar aufstellen dürfen, obwohl da eigentlich schon klar war, dass der ja zu den Münchnern wechselt und nicht bei Gladbach bleibt nach dem Pokalfinale. Das schauen wir uns jetzt an. Der Beitrag von Antonia Sam, bitteschön. Na, Schlawinski, dein großer Tag heute. Posten der Projektleitung sollte dir doch diesmal sicher sein. Genau, Anit. Ah, Herr Schlawinski, sehr schön. Setzen Sie sich doch. Guten Tag noch. Kannst du Peters gratulieren? Hallo Horst, alter Schulfreund. Ach, hallo Frieda. Arbeitest du bei FH? Ja, in der Produktentwicklung. Das ist aber ein Zufall. Wir stellen auch Friseurhaufen her. Meinst du nicht, wir sollten mal zusammen essen gehen? Okay. Du hast es beim Essen gehört. Projektleitung in der Königsklasse der Produktentwickler mitspielen. China, New York. Willst du dem Peters ewig nachlaufen? Und er erntet deine Früchte. Hier sind deine Wurzeln. Sei loyal und ehrlich.
und Netto vor FH die neue Haube auf den Markt bringt, dann sind deine internationalen Aufstiegsmöglichkeiten gesichert. Verhindere den Markteintritt. Das Unternehmen kannst du vergessen. Notieren Sie bitte, Herr Schlawinski hat gekündigt, verbleibt jedoch noch die restlichen 3 Monate in der Produktentwicklung. Nein! Der Schlawinski, ich hätte ihm gleich die Koffer packen sollen. Nie wieder passiert mir sowas. Die Geistreich wusste genau, was sie macht. Das nächste Mal mache ich mir auch so einen Lutternjupp. Ja, der Schlawinski. Ja. Ein übler Bursche. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Erstmal, was ich nur zu dem Freitag sagen will. Ein Gruß, woher kommst du, Antonia? Eschwege. Eschwege. Ein Gruß nach Eschwege zu Antonias Eltern. Die waren nämlich dabei, finde ich 1A, dass sie mitgemacht haben. Ganz toll. Sina, ja. Kurze Zusammenfassung. Ich gucke auf die Uhr, es ist schon 44. Zusammenfassung der Sendung. Was haben wir heute mitgenommen? Was wir heute mitgenommen haben. Erstens haben wir das 4-Phasen-Modell der Arbeitswelt kennengelernt, was ich sehr interessant fand. Und ich denke, die Zuschauer sind jetzt auch ein bisschen besser gewappnet, wenn sie in den Beruf jetzt einsteigen, wissen dann schon so, was erwartet uns dort und können sich vielleicht auch ein bisschen besser vorbereiten. Dann haben wir natürlich das tibetische Yoga kennengelernt, ja, was ich sehr, sehr interessant fand. Das fand ich auch nochmal. Vielen herzlichen Dank an unseren Studiogast an dieser Stelle. Ja, und direkt der Verweis, Volkshochschule, Freunde, genau, nachgucken, nachlesen. Die Damenwelt ist ja eher mit Yoga in Verbindung zu bringen als die Herrenwelt, aber wenn die Orchide mich jetzt auch zwingt, dahin zu gehen, ihr könnt es ja auch mal zu Hause probieren, die Herren der Schöpfung. Vielleicht kommt ja jetzt ein Herrenschub ins Yoga-Fach an der Volkshochschule. Würdest du persönlich Yoga machen oder machst du es? Ich persönlich habe noch nie Yoga ausprobiert. Also ich habe das tibetische Yoga jetzt heute Abend auch zum ersten Mal gesehen. Habe mich natürlich vorab ein bisschen erkundigt, um was da geht. Aber ich finde es durchaus interessant, ich sag mal gerade so, um seine innere Ruhe auszufinden, in auch vielleicht ein bisschen stressigeren Situationen, vielleicht auch während den Klausuren, dass man da nochmal ein bisschen Energie für sich schöpft. Also fände ich auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Würde ich mir mal überlegen, ob ich auch da mal dran teilnehme. Ja. Genau so ist es. Dann danke ich dir ganz recht herzlich. Hast du wirklich, Checker, High Five. Hat sie grandios gemacht. Ein Applaus von mir. Und ich hoffe, zu Hause, ihr applaudiert auch. Ja. So, mir bleibt jetzt noch über. Nächste Woche kommt die nächste MP-Gruppe dran. Die Orga-TV-Tipps gibt es wie immer zum Wochenende. Und natürlich, so, hier schreiben bei Gefallen. Auf Facebook, OrgaTV und auf babbel.com könnt ihr diskutieren, ob die Sendung gut oder schlecht war. Ich hoffe, sie war nur gut. Ansonsten, naja gut, Einträge löschen wäre jetzt sehr, naja, lassen wir das weg. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Jetzt noch die OrgaTV-Tipps zum Wochenende. Ciao. Tschüss. Und hier nun wieder die OrgaTV-Tipps zum Wochenende. Am Donnerstag geht die Kung-Fu-Stunde weiter. Kung Fu Panda 2 startet am 16.06. in den deutschen Kinos. Am Freitag, den 17.06., läuft in Saarbrücken Folgendes. Im 7 gibt es ab 23 Uhr We Love Hip-Hop. In der Garage gibt es ab 22 Uhr wieder Best Of. Heiße Salsa-Rhythmen gibt es für euch im Havanna. Und im Nachtwerk ist wieder Geiz bleibt geil angesagt. Los geht's ab 22 Uhr. OrgaTV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.